Und auf Jesu Wort wollen wir jetzt gleich hören und ihn im Halleluja begrüßen. Der Herr sei in deinem Herzen und auf deinen Lippen, damit du sein Evangelium würdig verkündigst. Dazu segne dich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Halleluja, 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 halleluja. Der Geist des Herrn ruht auf mir, der Herr hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit hörte Johannes im Gefängnis von den Taten des Christus. Da schickte er seine Jünger zu ihm und ließ ihn fragen: Bist du der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen: Geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen wieder, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium verkündet. Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Als sie gegangen waren, begann Jesus zu der Menge über Johannes zu reden. Was habt ihr denn sehen wollen, als ihr in die Wüste hinausgegangen seid? Ein Schilfrohr, das im Wind schwankt? Oder was habt ihr sehen wollen, als ihr hinausgegangen seid? Einen Mann in feiner Kleidung? Siehe, die fein gekleidet sind, findet man in den Palästen der Könige. Aber wozu seid ihr hinausgegangen? Um einen Propheten zu sehen? Ja, ich sage euch, sogar mehr als einen Propheten. Dieser ist es, von dem geschrieben steht: Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bahnen wird. Amen, ich sage euch, unter den von einer Frau Geborenen ist keiner größer aufgetreten als Johannes der Täufer. Doch der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Halleluja. Halleluja. Halleluja.
Sicht an der Bahnsteigkante. Wir begrüßen Sie alle in der Region. Gleis 11. So ein Moment, die Technik macht ein bisschen quer. Das bin nicht ich. Das kommt von da drin. Jetzt könnte ich ja was sagen, naja. Wir switchen um. Typisch Bahn, ne? Da ist irgendwo. So. Ich habe ein Mikrofon für die Himmelfahrt. Bringt nichts. Vorher nicht probiert? Doch. Doch, okay. Gut. Alles gut. Bitte alle einsteigen. Vorsicht an der Bahnsteigkante. Wir begrüßen. Ist zu leise. Achtung, Achtung, auf Gleis 11. Bitte alle einsteigen. Vorsicht an der Bahnsteigkante. Wir begrüßen Sie alle in der Regionalbahn St. Blasius auf dem Weg von Advent nach Weihnachten. 12.15 Uhr eröffnet im hinteren Teil unser Bordrestaurant mit der Möglichkeit, sich mit einem kostenlosen Heißgetränk aufzuwärmen. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt mit der katholischen Kirche. Thank you for traveling with Catholic Church. So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin der Zugführer des Adventszuges. Unser Ziel ist in wenigen Tagen Weihnachten und ich freue mich, dass der Zug bis fast auf den letzten Platz gefüllt ist, wie das in diesen weihnachtlichen Tagen immer wieder ist. Wir sind unterwegs, wir haben heute die dritte Station angefahren und haben hier einen kurzen Stopp. Sie haben es gehört, heute gibt es gratis vom Zug und der Vereinigung der katholischen Kirche einen Glühwein am Ende um 12.15 Uhr und für Kinder gibt es heißen Orangensaft. Aber jetzt interessiert mich das natürlich auch mal bei so vielen, die hier mit unterwegs sind. Was sind eigentlich die Beweggründe, dass Sie sich auf diese Fahrt nach Weihnachten hin mit dem Adventszug gemacht haben? Hier sehe ich ein kleiner Reisender, auch einen wunderschönen Koffer hast du dabei. Schön, dass du dabei bist. Warum fährst du denn eigentlich mit dem Adventszug? Ich fahre gerne Zug und in diesem Zug bin ich besonders gerne. Denn ich finde, die Fahrt Richtung Weihnachten ist so spannend. Jeden Tag öffnen wir eine neue Tür. Es gibt Plätzchen, wir gehen auf den Weihnachtsmarkt und machen es uns abends gemütlich. Und dort, wo wir ankommen, an unserem Zielbahnhof Weihnachten, da bekomme ich ganz viele Geschenke. Sehr schön, das hört sich ja so richtig toll an. Da lohnt es sich, mit dem Adventszug nach Weihnachten hinzufahren. Mal schauen, wer hier noch was. Ach, da sehe ich Sie. Darf ich Sie mal fragen, warum sind Sie denn im Adventszug dabei? Ach, Herr Zugführer, zuerst wusste ich gar nicht, ob ich in diesen Zug vom Advent nach Weihnachten überhaupt einsteigen soll. Ach, diese Harmonie an Weihnachten, weiß gar nicht, ob ich die so aushalten kann. Ich bin einfach nur leer und allein und weiß auch gar nicht, wo meine Reise so richtig hinführt. Das klingt nicht so ganz so gut.
Aber ja, gut, das hat diese Adventszeit manchmal auch so an sich, dass man so gar nicht so weiß, wo man hingehört. Aber Sie sind bei uns hier herzlich willkommen und lassen Sie die Fahrt einfach auf sich wirken, auf das, was die Botschaft zu bringen hat. Und ich glaube, das wird sich zu Weihnachten hin ganz gut wenden. Du kannst nichts sehen. Siehst du? So, mal sehen. Ach, da hinten. Muss doch auch mal überprüfen. Fahrkarten, Tickets. Dürfte ich mal Ihr Ticket sehen? Na, und? Adventszug fahren ohne Ticket? Scheint mir hier so. Und, wo haben Sie Ihr Ticket? Ich habe keine Karte. Sie haben keine Karte, kein Ticket? Sie fahren einfach mit dem Zug mit und fahren ohne Ticket? Also, was heißt denn ohne Ticket? Sind Sie ausgetreten oder sind Sie noch nicht getauft oder was ist da eigentlich los? Ich bin vor einigen Jahren enttäuscht von der Kirche ausgetreten. So, aber wissen Sie was? Gerade deshalb lade ich Sie heute ganz besonders herzlich ein, mitzufahren. Lassen Sie das auf sich wirken, was die Botschaft von Weihnachten und von Jesus vielleicht neu in Ihrem Leben aufweckt. Und kommen Sie nachher gerne in unseren Restaurantbereich. Sie werden eingeladen zu einem Glühwein. Herzlich willkommen. Ach, das Gesicht kommt mir bekannt vor. Sie haben doch eine Dauerkarte hier bei uns im Zug, oder? Wie ist das? Ja, Sie haben recht. Also mir ist diese Fahrt sehr wichtig und meiner Nachbarin auch. Wir haben uns schon unterhalten. So auf so Zugfahrten kommt man ja gut ins Gespräch. Und wir haben beide festgestellt, ohne die Fahrt von Advent nach Weihnachten, da würde mir richtig was fehlen. Das habe ich schon als Kind in meiner Familie so kennengelernt. Und wir haben eben gesagt, uns beide trägt und hält das so. Das ist das, was von diesem Weihnachten ausgeht, von diesem Zielbahnhof, wo wir hinwollen, haben wir gesagt, das ist für uns beide Kraftquelle, Rettung, also echte Rettung und auch ja eine ganz wichtige Erfahrung. Wir haben viele gute Erfahrungen. Ich habe hier mein ganzes Gepäck dabei, mein Lebensgepäck. Da möchte ich dankbar sein und mich freuen auf Weihnachten. Wir haben beide gesagt, das Ticket für die Fastenzeit. Für die Fastenzeit ist gut. Ja, da haben wir immer einen Sonderzug nach Ostern hin. Genau. Ja, genau. Und da gibt es auch im Bordrestaurant Angebote etwas eingeschränkt. Aber also wir beide wollen wirklich schön, weiter schön mitfahren. Also. Aber zu dem Sonderzug Ostern muss ich sagen, es gibt auch unter dem Jahr wunderschöne Reisen. Jeden Sonntag kann man mit unserem Sonderzug durch das Jahr reisen. Also es ist hochspannend, wer so alles im Adventszug nach Weihnachten sitzt. So ganz unterschiedlich. Und was das Schöne ist, also wir, und so verstehen wir uns als Reisegesellschaft Katholische Kirche, jeder ist herzlich eingeladen. Jeder hat hier seinen Platz und jeder darf schauen, was erlebe ich auf dieser Reise und was nehme ich mit, um in Weihnachten gut anzukommen. Liebe Mitreisende, ich bitte euch mal, euren Koffer mal nach vorne zu bringen. Die wollen wir einfach mal vorne vor dem Altar abstellen. Und jeder hat ja sein Reisegepäck mit den vielen Eindrücken und den Menschen, denen man begegnet. Und wir wollen uns gemeinsam auf den Weg nach Weihnachten machen. Achtung, Achtung! Die Weiterfahrt nach Weihnachten verläuft planmäßig. Weitere Zustiegsmöglichkeit. Achtung, Achtung! Die Weiterfahrt nach Weihnachten verläuft planmäßig. Weitere Zustiegsmöglichkeit ist am Bahnhof 4. Advent. Wir wünschen eine angenehme Weiterfahrt mit der katholischen Kirche. Thank you for traveling with Catholic Church. Also, dann sage ich Abfahrt!